Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute wieder eine Mod-Vorstellung für euch. Und wo bekommen wir die Mod denn her? Ins Hauptmenü unter den Reiter Mods und installieren. Und dann habt ihr den Trecker. Ja, es geht heute um einen Trecker, meine Freunde. Um einen mittleren Trecker. Kein kleinen, kein großen, aber einen mittleren. So. Wir gehen natürlich ganz nach hinten. Hier haben wir ihn in weiß und schwarz. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. So, kommen wir zu den Details. KW 165, PS 224 und Tankvolumen haben wir 435 Liter. So, hier können wir so einiges mehr machen. Wir können einen Frontlader anbauen und abbauen. Wir können die Motorausführung machen. Mal wieder ein Trecker mit Motorausführung. Optionen. Wir haben zwei Motorausführungen, können wir machen. Wir nehmen natürlich die höchste dann. Und jetzt kommen wir zu den Reifendetails. Zwilling komplett. Wir können auch nur hinten. Aber wir werden das Ganze auf Standard lassen, weil ich finde das Standard viel hübscher. So, kaufen wir das gute Stück. Das kostet dann 3.500. So. Da steht das auch schon. So, kurz ein Screenshot machen. Ja, sieht sportlich aus. Jetzt haben wir gar nicht geguckt, wie schnell das fahren soll, aber das probieren wir gleich einfach mal aus. Okay, dann sollte in der Beschreibung stehen 60 km/h, es fährt 63 auf Straße. Und jetzt gucken wir das optisch nochmal schön an hier. So, kommen wir in die Innenausstattung. Boah, sieht standardgemäß aus. Also ich kann damit eh nicht so viel anfangen. Sieht okay aus, ne? Wenn man jetzt nochmal hier guckt, wir haben hier am Display haben wir dann auch noch eine Zahl, die sich bewegt, also die km/h-Anzahl, Anzeige, Anzahl, genau. So, ich würde sagen, das war es auch schon wieder. Mehr gibt es hier nicht zu sagen. Wir haben noch eine Rundumleuchte oben auf dem Dach, aber nur eine. Und ja, ich würde sagen, ich bin an der Stelle raus. Und wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen haben sollte, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde, Folge, wie auch immer. Ciao.